Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Aliens Colonial Marines für die PS3. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games for You und wir spielen auf Teufelskerl. Was haben wir gemacht? Wir haben es versucht, jetzt den Flugschreiber zu retten. Hat nicht geklappt, da diese Brücke kaputt gegangen ist. Jetzt müssen wir uns zum nächsten Extraktionspunkt durchkämpfen. Mal sehen, wie viele Aliens uns da wohl erwarten werden. So wie ich es einschätze, alles voll. Und keiner ist uns freundlich gesinnt. Schweineviecher. Verstanden. Unterwegs zum Laderaum. Wie? Wo müssen wir da runter? Das stimmt nicht. Mir nach. Ja, Mann, weil wir da runter müssen, stimmt da was nicht, du Depp. Alter. Renn ich einfach vor, was soll der Scheiß? Alter, da ist was. Wie heißt der? Frachtraum. Das ist hier alles so ekelhaft. Warum ist das überhaupt so komisch in einem normalen Raumschiff? Was ist hier los? Kann es hier überhaupt Überlebende geben, ist die Frage. Sephora Actual, hier ist eine Live-Übertragung. Das ist keine Technik von den Colonial Marines. Da steht Wayu, Sir. Heilige Scheiße. Ja, dann mach halt mal an, Mann. Laut Zeitstempel kam das nach dem Notruf von... wie war sein Name? Corporal Hicks. Genau, Mann. Actual, hier ist 2-1. Was halten Sie davon? Sir... Ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ich lasse Bishop ein Signal an VU senden. Wir haben keine Zeit, Detektiv zu spielen. Gehen Sie zum Frachtraum. Beide. Over. Mein Gott, wir sind sowas von am Arsch. Ja, super, ey. Warum? Sephora Actual. Hier spricht Bella von Rhino 2-3. Hören Sie mich? Klar und deutlich, 2-3. Was ist Ihr Status? Ich bin aufgewacht und fast erstickt. Da war was Spinnenartiges in meinem Gesicht. Es ist tot, Sir. Ich wurde von meiner Truppe getrennt. Wissen Sie was über meine Leute? Der Rest von 2-3 ist vermutlich tot. Tut mir leid. Und du bist auch tot, Mann. 2-1 ist unterwegs zum Frachtraum. Können Sie den Frachtraum erreichen, 2-3? Garnet? Peace? Denken fällt gerade etwas schwer. Ich bin nicht sicher, wie ich dorthin komme, Sir. Sie allein sind jetzt Rhino 2-3. Versuchen Sie es. Kommen Sie lebendig zurück. Ene. Was ist das für eine Sequenz? Was ist los? Das ging nicht besser. Wir hatten was, okay? Na und? Was denn? Sex. Schluss jetzt, du Pfadfinder. Mann. Oh shit. Ja klar, das haben wir schon rausgefunden mit dem Nahkampf. Wie nach links. Was für ein Gravitationsfeld, Mann. Hey, wenn du es sagst. Wo ist das Vieh hin? Alter. Schwein. Nix da, Mann. Hier, den haben wir. Wo bist du, Mann? Komm mal bei! Da oben! Da oben! Wo ist da oben? Oh, entscheid dich mal, du Arsch! Oh oh! Oh oh! Oh! Du! Du Spasti, Arsch, ey! Das gibt's doch gar nicht! Ja, hoffentlich wirst du gefickt, ey. Guck dich mal an, na, du Arsch. Mann. Egal. Ja, super. Nur das Ganze nochmal von vorne. Weißt du was? Am Eimer, ey.
Level abgehabt. Sehr gut. Ihr habt in den Schacht gekommen. Was für ein Schacht, Mann? Laber nicht. Wo ist hin? Ich trau dir nicht, du Arsch, ey. Guck mal, da ist noch einer. Wo ist er? Jetzt mal hier gucken, ob wir leveln können. Was können wir hier denn machen? Erweitert das Magazin. Mal weg, Katze. Muss hier Aliens finden. So. Ja, das hört sich doch gut an. Klar. Mehr Munition ist eine gute Sache. So. Oh oh. Wo bist du denn? Warum bist du da hinten abgehauen? Du kannst mich doch nicht hier alleine lassen, du Arsch. Lauf mal nach vorne, ey. Versteckt er sich da einfach da hinten, der Arsch? Ich hasse NPCs. Ist doch schlimmer, als ob man mit anderen Leuten spielen würde. Das ist ja auch geil. Die gibt's hier Tutorial-Nachrichten und was ist? Die Monster kommen trotzdem. Ja, renn einfach weiter. Ja, bla bla bla, ich habe eh keine Zeit zum Lesen. Alter, schön. Scheiße. Oh Mann. Nahkampf funktioniert super gegen die Aliens, muss ich sagen. Guter Tipp gewesen. Nein! Wie scheiße sind denn hier die Rücksetzpunkte gesetzt? Gut, dass wir das machen. Der ist kaputt. Was der ganzen Sache auch echt hilft, ist, dass ich zum Beispiel nicht sehen kann, wie viel HP ich habe. Das ist sehr gut. Kann ich nur jedem Spiel empfehlen. Was hast du, Arschgesicht? Du bewegst dich jetzt mal. Junge, das Spiel aggressiv macht, ey. Da hinten in der Ecke, ey. Der ist oft da rumzuspasten, ey. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das hier? Dr. Conrad, ich bitte. Ich bitte um eine Versetzung weg von Project Alithia. Ich fühle mich zwar geehrt, Teil eines solch fortschrittlichen Forschungsprojekts zu sein, aber ich fürchte, dass ich meine Pflichten nicht zu vollster Zufriedenheit erfüllen kann. Danke. Ach ja, hier spricht Dr. Stanton. Wer auch immer du bist. Wo ist jetzt der Kamerad hingegangen? Na, da vorne, okay. Ja, versteck du dich nur mal da. Oh, ja, ja, du bist schon toll. Hier. Arschgesicht. Oh, shit, shit. Ja, und für wen interessieren sich die Aliens natürlich am meisten? Für mich hier, nicht für den. Fressen wir doch am liebsten den, der hinter dem anderen steht. Ja, gut, dass wir da sind. Ist doch größer als sonst, oder? Lebt ihr noch? Hallo? So, da. Wo kommt er?
Ja, aber nicht. Wie wär's mal mit aktuell töten, Mann? Oh, Alter. Außer labern, wo sie kommen, kann er gar nichts. Mach da die Tür auf jetzt. Wo bist du? Alter, bist du dumm? Lauf jetzt mal! Ich hasse dich, du Arschloch! Steht der denn da hinten oben, der Idiot? Sonst sagt er immer, oh, hinten, vorne, rechts, links, oh, guck mal oben an der Decke. Und was ist? Lässt er sich da einfach im Dunkeln abmetzen? Nee, nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Scheiß du. Wir müssen auf das Gravitation. Naja. Damit kommt ihr direkt zum Plattraum. Hör auf, mich hier zu hauen, du Arsch. Genau. Was machst du denn da? Was ist denn hier hinten so geil? Mann, leck mich doch, das kann doch nicht sein. Der steht da die ganze Zeit rum. Komm, laufe ich noch einmal in seinen Nähekopf und irgendwo ein Alien hingehüpft, ey. Die Decke. Ja, ja, aber nicht. O'Neill ist der Hasscharakter dieses Jahres, ohne Quatsch, ey. Gibt keinen, den ich dieses Jahr mehr gehasst habe als ihn. Und dabei kennen wir uns erst seit einer halben Stunde oder so. Ja, du bist ein cooler Kerl hier. Das geht 90 Grad, 180 Grad in Front von dir, du Arschgesicht. Warum tust du da nach hinten gucken? Wo ist es hin? Komm schon, du Vieh. Killt oder was? Scheint tot zu sein. Darf ich mal freischalten? Ich bitte. Guck mich nicht so an, du bist eh tot. Von Project Elithia. Also es muss noch da sein. Mich zwar geehrt, Teil eines solch fortschrittlichen Forschungsprojekts zu sein, aber ich fürchte, dass ich meine Pflichten. Du hast ja auch eine Frambo, ne? Erfüllen kann. Danke. Ah ja, hier spricht Dr. Stanton. Taschenlampe mal. Da ist es doch. Hallo, Mr. Schurfe. Immerhin eine Trophäe bekommen. Keine Ahnung wofür. Da oben! Da oben! Wo ist oben? Da. Wie weit die springen können, ist der Hammer. Ich sehe ein paar Parasiten. Verdammte Säure-Scheiße, ey.
glaube, uns geht's nicht so gut. Das Rot lässt mich das zumindest. Der Pinger sagt gar nichts. Wo ist unser Kumpel jetzt hin, ey? Ey? Da vorne ist er. Das ist unser Ausweg! Ich brauche Deckung, um sie aufzukriegen! Ja klar, kein Problem. Nichts leichter als das. Beeil dich mal, Mann, hier sind Aliens überall. Butcher, Bewegung! Ja. Wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Gott sei Dank, ey. Fühl mich wie ein Kabelas. Auch hier ist mein bester Freund die schon. Jetzt sollten wir die mal aufleveln als nächstes. Da muss alles voll sein. Entweder sind das unsere Kumpels oder auch nicht. Ich tendiere im Moment zu auch nicht. Eben waren es noch 4, jetzt sind es nur noch 2. Geht nicht auf, oder was? Sulaco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Was für ein Ding denn bitte? Mich fragt keiner, sagt mal, habt ihr sie noch alle? Warum müssen die mich hier auf dem... auf dem Treppenabsatz greifen die einen an? Das gibt's ja gar nicht. Von der Seite, von hinten, von unten, von oben. Überall gibt's nur diese Schweinemonster. Wo ist es denn? Da oben! Ins Gesicht. Die Decke! Kümmern Sie sich um die! Ich öffne die Tür! Ja, ich bin in den Raum reingetötet worden. Sehr gut. Hammer, ey. Hoffentlich sind wir nicht so weit am Abfunk. Warum sind da auch so viele, ey? Da hat er wohl geladen gehabt vorher. Sulaco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Und mich fragt keiner. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Das nachvollziehen. Da oben! Da oben! Vielleicht sollte man die ja zur Seite gehen und dann von der Seite aus drauf schießen. Ich bin ganz so blöde jetzt.
Draco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. 9 Schuss für einen. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Und mich fragt keiner. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Hochgeklettert war's. Ja, es ist auf jeden Fall krass schwer, finde ich. Heftig, heftig. So, generell finde ich das Maschinengewehr ganz gut. Ist multifunktional im Grunde genommen. Schade ist, dass ich warum auch immer. Jetzt hat er mich schon eine mitgegeben, der Arsch. Solarco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Arm abgeschossen, Alter. Wenn wir den Rollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Und mich fragt keiner. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Ich steh schon wieder auf. Gut, dass du das machst. Wir sind in der Decke. Was ich aber gut finde, ist, dass man wirklich Knie und alles abballern kann, Beine abschießen kann und die können gar nichts mehr. Da oben! Da oben! Da oben! Kümmern Sie sich um die! Ich öffne die Tür! Ich mach das! Wir haben eine Deckung! Das ist unser Ausweg! Ich brauche Deckung, um sie aufzukriegen! Bewegung! Nein! Wir sind immerhin den Raum weitergekommen, quasi. Und warum? Weil er der Winter, Bewegung, renne ich einfach mal vor, stehe mit einem Arsch in dem Raum da drinnen und statt, dass ich mal zurückbleibe und den, ja, das Weiterkommen von meinem Teamkamerad schütze, bin ich mal ein Arschloch und stehe einfach mal da nach vorne und mach gar nichts. Und dann drehe ich mich um, oh, der ist ja tot, bin ich halt alleine, auch egal. Solarco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Ja, und mich fragt keiner! Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Da oben! Sie sind in der Decke! Da oben! Kümmern Sie sich um die! Ich öffne die Tür! Ich mach das! Geben Sie mir Deckung! Das ist unser Ausweg!
So, okay. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Nicht auf. Ruhig bleiben. Das ist schon so, wie das sein muss. Einfach so. In einfachem Schwierigkeitsmodus muss das relativ zügig und flott durchzuspielen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da relativ schwer ist. Ja. Und mich fragt keiner! Sag mal, habt ihr sie doch alle? Sie sind in der Decke! Gut, dass sie da sind. Ich frage mich, ob da jetzt man auch zu viert spielen könnte. Sich jetzt jemand einloggen würde, gehen würde. Solarco Actual. Weiter, wie das blöde Etsy an mich ran. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Und mich fragt keiner. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Lebt er noch? Ja. Vorsicht! Die Decke! Ich kann mir vorstellen, dass die Wii U-Version, die im April ja kommen soll, dass die echte Vorteile hat, dadurch, dass das Gamepad ja den Motion Tracker hat. Vorsicht! Die Decke! Oder die übernimmt. Ich öffne die Tür! Okay, blas sie raus, Mann. Ich hab Sephora Axel dabei. Wir landen runter. Verstanden? Ja, Mann, sie fliegen alle weg. Die Frachtraumtüren schließen sich automatisch. Also beeilung. Grüßt mir das Vakuum, ihr Schweinefischer, ey. Alle Mann festhalten! Was festhalten? Bist du blöd zum Landen oder was? Geh weg! Nur am Rande, Axel. Wegen Winter hab ich mein Lieblingsschiff verkratzt, Sir. Du bist zu blöd zum Fliegen, Mann. Schiff gesichert. Bald ist dieses Schiff voller Marines. Also, suchen wir Bella. Ja, die ist bei Edward, Mann. So, ganz normaler Tag im Korps. Nee, weiß er nicht. Audio Logs. Die Feuerbombe. Was ist denn Achtung für ein Objekt? Blutrote Maske? Ist das für ein Dings oder ist das ein Multiplayer oder wie? Holla die Waldfee, Alter. Kann nur sagen, heftig, heftig, heftig. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Die nächste Folge kommt ja auch dann. Bis morgen und ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.